Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir. Zuerst wollte ich gleich mal sagen, es würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und die Glocke aktiviert. Und falls ihr das noch nicht gemacht habt, dann schaut auf jeden Fall mal bei meinem letzten Video vorbei. Das verlinke ich euch gleich hier in der Infokarte. Das war nämlich mein NYX Face Awards Germany Entry. Und falls ihr den noch nicht gesehen habt, dann schaut euch das Video auf jeden Fall an, weil es war mega viel Arbeit und ich bin mega stolz drauf. Und deswegen finde ich es cool, wenn ihr mal vorbeischaut. Ja, wundert euch nicht, ich habe einer Kundin die Haare gefärbt und meine Handschuhe sind irgendwie kaputt gegangen. It looks like I had slept someone 24/7. Heute habe ich mein kleines Experiment vor mir. Und zwar wollte ich mal versuchen, mir Fake Freckles zu machen. Ich habe eigentlich Sommersprossen, nur sind die halt nicht so stark. Die sind sehr schwach und man sieht sie halt gar nicht. Und wenn ihr wisst, ich bin so eine Schminktante und wenn ich mir schminke, dann sieht man die gleich überhaupt nicht mehr. Dann sind sie komplett verschwunden. Aber ich mag Fake Freckles bzw. Sommersprossen mag ich an mir sehr, sehr, sehr gerne. Deswegen dachte ich, ich probiere mal was Neues aus. Ich habe mir schon ein paar Videos dazu angesehen. Es gibt ja auch viele, die das mit Henna machen, aber ich traue mich da ganz ehrlich einfach nicht ran. Also gar nicht. Da kann ja so viel schief gehen. Man kann sich das falsche Henna kaufen, man kann die falsche Farbe erwischen, man kann allergische Reaktionen oder so drauf kommen. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich traue mir das nicht mit Henna. Aber ich habe einige Reviews gesehen, wo das welche mit einem Produkt probiert haben, was man nicht extra aus dem Internet bestellen muss, sondern dass es auch ganz einfach bei DM gibt. Und zwar habe ich mir hier von Maybelline den Tattoo Brow geholt. Das ist jetzt die Farbe Medium Brown. Ich habe mir heute früh mein Gesicht mit meinem Reinigungsgel von Balea gewaschen und gepeelt vorher noch und habe mir dann einfach vorher nur noch eine Feuchtigkeitspflege von Frische drauf gemacht. Und ja, dann würde ich sagen, wir probieren das mal aus. Ich glaube, ich mache meine Augenbrauen auch gleich mit. Für meine Augenbrauen habe ich jetzt hier einfach so einen Augenbrauenpinsel, relativ dünn. Und dann habe ich hier noch so einen dünnen Pinsel, mit dem werde ich dann die Fake Freckles versuchen. Okay, dann backen wir das Ding mal aus hier und schauen uns das mal an. Augenbrauenfarbe für mindestens 20 Minuten trocknen lassen. Für 1 bis 3 Tage anhaltendes Ergebnis 2 Stunden trocknen lassen. Okay, ich glaube, mit dem Teil würde ich gar nichts auftragen. Nicht mal bei den Augenbrauen. Das ist ja mega fett. Ich glaube, ich versuche einfach mal meine natürlichen Sommersprossen nachzumalen. Wenn ich sie... Chill. Also wenn ich sie finde, weil die sind halt echt richtig, richtig schwach. Ich würde sagen, das lasse ich jetzt mal so 2-3 Stunden drauf. Mal gucken, wie ich Bock habe. Und dann mache ich das Ganze ab. Und dann zeige ich euch das erstmal ungeschminkt. Und dann schminke ich mich noch hübsch, damit sich das Video auch jemand anguckt. Bis dahin. 3 Stunden später. Okay, ich hatte das Ganze jetzt fast 3 Stunden drauf. Habe zwischendurch mal geschlafen. Okay, dann versuche ich jetzt, das alles mal runterzukriegen. Irgendwann später. Oh my god, that's so cute though. Das sieht mega natürlich aus. Also meine Haut ist voll rot, weil ich das richtig runtergeschrubbt habe. Aber wie die meisten Beauty-Gurus das sagen, gently rub it off. Also man muss da schon ordentlich rubbeln, bis da was runterkommt. That's my eyebrow. Also so eine richtige unfliegte Augenbraue ist es nicht. Aber logisch, also wenn die Sommersprossen schon so natürlich werden, kann man das von den Augenbrauen nicht erwarten, dass sie so richtig bam werden. Aber für morgen, an dem ich echt keine Zeit habe, meine Augenbrauen zu machen, geht das völlig klar. Und vor allem ist es voll gut fürs Festival. Da muss ich mir die jeden Morgen vor Sales jetzt meine Augenbrauen schminken. Da kann ich das einfach so machen. So niedlich. Also ich würde sagen, das hat funktioniert. Ich bin mega zufrieden mit dem Ergebnis. Eine Ewigkeit später. Yay! And here it is with Make-up. Ja, ich wollte eigentlich nur ein bisschen, also nur ein bisschen schminken, also was natürliches schminken, ja. Dann hat es halt auf einmal so einen Spaß gemacht.
Ja, also wenn ihr das seht, man sieht sie auf jeden Fall noch unter Make-up. Ich muss aber auch sagen, ich habe die Foundation weggelassen. Ich glaube, wenn man Foundation drauf macht, je nachdem wie deckend die ist, sieht man die auf keinen Fall noch. Ja, ich habe lediglich Concealer unter die Augen gemacht, Bronzer, Rouge, Highlighter und ja. Okay, dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Vielleicht hat es euch weitergeholfen. Wenn ja, dann schreibt das auf jeden Fall in die Kommentare. Gebt einen Daumen nach oben. Und wie ich am Anfang schon gesagt habe, abonnieren und Glocke aktivieren. Schaut auf jeden Fall bei meinem Face Awards and Try vorbei. Und genau, dann wünsche ich euch viel, viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.